In diesem Video zeige ich dir, wie du von deinem 3D-Drucker den Extruder kalibrierst und dann im Anschluss die E-Steps einstellst. Erstmal vorweg, keine Sorge, es ist nicht so schwer, wie man sich vielleicht denkt. Was du dafür brauchst, ist ein 3D-Drucker, dann brauchst du ein bisschen Filament. Dann ein Computer, in meinem Fall ist es ein Laptop, du kannst aber auch deinen normalen Desktop-PC nehmen. Dann brauchst du ein USB-Kabel, am besten nimmst du das, was bei deinem 3D-Drucker mit dabei war. Dann habe ich noch einen Stahlmaßstab genommen zum Messen, du kannst aber auch einen normalen Messschieber nehmen. Und für deinen Computer brauchst du dann noch einmal die Software Prontaface. Okay, und wenn du das alles beisammen hast, dann können wir anfangen mit dem ersten Schritt, und zwar werden wir zuerst den Drucker vorbereiten. Und zwar werde ich hier diese Pneumatikklemme vor meinem Extruder einfach nur abschrauben, damit wir das Filament sehen. So, das Vorgehen, wie ich es jetzt mache, ist für meinen Anycubic E3 Mega, aber ich denke, für fast alle 3D-Drucker dürfte das Vorgehen fast gleich oder zumindest ähnlich sein. Ich schiebe jetzt hier mein Filament einfach so weit zurück, in meinem Fall, dass ich hier bündig mit dieser Halterung stehe. Quasi, das ist mein Nullpunkt von dem Filament. Ja, und damit wäre der Drucker soweit jetzt erstmal vorbereitet und wir können uns an den PC ransetzen. Ja, du fragst dich jetzt vielleicht, was ist das überhaupt? Was sind die E-Steps und warum muss man die kalibrieren? Und zwar ganz einfach erklärt ist es so, der Extruder, der fördert immer eine bestimmte Menge an Filament. Und wenn du dem Extruder sagst, fördere 100 mm Material, dann kann es sein, dass durch die Einstellung in deinem Code der Extruder ein bisschen mehr oder vielleicht auch ein bisschen weniger Material fördert, als er eigentlich soll. Und um das auszugleichen, kalibrieren wir ihn einmal, sodass, wenn der Drucker 100 mm Filament fördern soll, dass er auch exakt 100 mm Filament fördert. Okay, der Drucker ist jetzt soweit vorbereitet, das war wirklich nicht schwierig. Und jetzt können wir als nächstes uns an den Computer ransetzen und da die nötige Software installieren. So, an eurem Computer öffnet ihr jetzt einfach die Google-Suche und dann sucht ihr bei Google nach Prontaface. Sollte dann das erste Suchergebnis sein. Auf die Seite geht ihr rauf und dann geht ihr oben auf Downloads und dann bei Download auf Windows und OS X Binaries. Da klickt ihr auch auf und dann kommt es darauf an, ob ihr entweder einen Windows-PC oder eine Mac habt. Ich habe jetzt die Mac-Version genommen, weil ich ein MacBook habe. Wenn ihr jetzt einen Windows-PC habt, dann nehmt ihr Windows und hier müsst ihr dann bloß gucken, dass ihr die neueste Version euch aussucht. So, wenn ihr das Ganze dann runtergeladen habt und entpackt habt, und nach der Installation sollte das Programm dann so aussehen. Das ist die Oberfläche von Prontaface. Jetzt fragst du dich vielleicht, wofür brauche ich Prontaface überhaupt? Prontaface ist einfach nur ein kleines Programm, was es dir ermöglicht, dich per USB mit deinem Drucker zu verbinden. Und so kannst du deinem Drucker dann über dieses Programm Befehle senden, die er dann ausführen soll. Okay, Prontaface ist erstmal nur installiert und jetzt schalten wir den Drucker ein und verbinden den Drucker dann per USB mit unserem Laptop oder mit unserem Computer, je nachdem, was ihr halt benutzt. So, ich habe jetzt Prontaface geöffnet. Nicht wundern, wenn es im Hintergrund ein bisschen rauscht, das ist immer noch der Lüfter von meinem 3D-Drucker, den ihr jetzt hört. So sieht das Startbild aus, wenn ihr das Programm gestartet habt. Am wichtigsten ist jetzt hier oben der Punkt erstmal Port, das heißt hier müsst ihr euren richtigen Port von dem Drucker einstellen. In meinem Fall ist es hier der letzte, USB to UART. Es kann sein, wenn ihr ein Windows habt, dann wird da COM 1 bis was auch immer stehen. Ihr müsst hier den richtigen Port aussuchen. Den könnt ihr unter anderem sehen, wenn ihr in eurem Gerätemanager reingeht. Da seht ihr dann, unter welchem Anschluss der 3D-Drucker angeschlossen ist. Wenn ihr euch ganz unsicher seid, probiert ihr einfach alle durch und testet, wann ihr die Verbindung herstellen könnt. Ihr könnt auf jeden Fall erstmal nichts kaputt machen. Ganz wichtig ist, bei mir musste ich die Baudrate umstellen auf diesen Wert hier. Mit dem Wert davor, mit diesen 115200, hat es nicht funktioniert. Wenn ihr euch hier auch unsicher seid, dann probiert ihr einfach mal die Werte durch, bis ihr die Verbindung dann herstellen könnt. So, mein 3D-Drucker ist jetzt auf jeden Fall mit dem Laptop verbunden. Und ich drücke jetzt hier oben auf Connect. Und jetzt seht ihr hier oben, rechts steht Connecting, Printer is now online. Das heißt, ihr seid erfolgreich mit eurem 3D-Drucker verbunden. Ganz wichtig ist, ich hatte hier rechts auf der Seite, wo die Befehle angezeigt werden, oftmals die Fehlermeldung, dass der Drucker wieder disconnected wurde. Und ich habe dann herausgefunden, dass das der Fall ist, wenn ich gleichzeitig das Programm Cura offen habe, mein Slicing-Programm, weil der sich anscheinend auch dann mit dem Drucker verbinden wollte. Dann kamen die beiden Programme sich so ein bisschen ins Gehege. Also auf jeden Fall Cura vorher ausmachen, bevor ihr Prontaface startet. Zumindest war das bei mir ein Problem. So, ob jetzt auch wirklich alles so funktioniert hat, wie es soll, das seht ihr daran, dass ihr jetzt über dieses Programm euren 3D-Drucker quasi kontrollieren könnt. Und das kann ich jetzt testen, indem ich zum Beispiel sage, die Z-Achse soll jetzt 10 mm nach oben fahren. Das wähle ich hier in meinem Programm einfach aus. Und jetzt seht ihr, fährt der Drucker über Prontaface 10 mm nach oben. Das heißt, wir sind erfolgreich mit unserem 3D-Drucker verbunden.
So, da wir jetzt mit Pronterface verbunden sind, stellen wir hier einmal die Hitze von Hot End auf 185 Grad. Das ist nur, damit Pronterface oder der Drucker jetzt nicht denkt, dass wir eine kalte Extrusion gleich starten. Deswegen müssen wir einmal das Hot End mit aufheizen. Dann stellen wir hier unten bei Länge 100 mm at 100 mm pro Minute ein, denn wir wollen ja gleich 100 mm extrudieren. Und damit unser Hot End nicht zu heiß wird, geben wir hier rechts in die Befehlszeile noch einmal M106 ein. Das mache ich jetzt gleich oder gerade noch nicht, weil das dann sehr laut wird, wenn mein Drucker genau neben dem Mikrofon steht. Und wenn der Drucker oder wenn der Lüfter dann läuft, dann drücken wir anschließend hier bei Heat auf Set. Dann heizt nämlich gleich unser Hot End auf und wir können die Extrusion starten. Und los geht's. So, der Lüfter ist jetzt an. Das dürfte man wahrscheinlich auch im Mikrofon hören. Und jetzt stellen wir hier auf Set. Jetzt sehen wir hier unten an diesem Balken gleich, dass die Temperatur ansteigt. So, unser Hotend ist jetzt hochgeheizt auf 185 Grad. Das heißt, wir können jetzt über Pronterface den Auftrag starten, dass wir das Filament 100 mm weit extrudieren wollen. So, um diesen Auftrag zu starten, haben wir hier, wie gesagt, 100 mm bei 100 mm pro Minute eingestellt. Und jetzt drücken wir einfach oben auf den Knopf Extrude. Und jetzt sehen wir, wie der Extruder langsam die 100 mm oder zumindest, wenn möglich, 100 mm raus extrudiert. Und fertig. Und jetzt messen wir mal nach, wie viel er tatsächlich extrudiert hat. So, ich lege jetzt hier einfach meinen Stahlmaßstab oben an dem Ganzen, was ausextrudiert ist. Und wenn ich jetzt hier nachmesse mit meinem Stahlmaßstab, dann komme ich hier auf eine extrudierte Länge von 102 mm. Das heißt, wir sind 2 mm von dem Idealwert entfernt. So, wir sind wieder zurück auf dem Desktop und jetzt brauchen wir diese kleine Anleitung, die ich hier unten geschrieben habe. Als allererstes geben wir hier oben in dem Drucker erstmal den Befehl M503 ein. Und jetzt spuckt uns der Drucker diverse Werte aus, die wir jetzt ablesen können. Für uns interessant ist die Zeile hier, die mit M92 anfängt. Und gerade der Wert hinten E99,60, denn das ist der Wert, den wir jetzt gleich anpassen werden. So, jetzt brauchen wir die Formel hier unten. Und zwar müssen wir den neuen Wert berechnen für den Extruder. Das heißt, wir nehmen hier einmal die 100. Das ist unsere gewollte Länge, die wir extrudieren wollten, und zwar die 100 mm. Die teilen wir jetzt durch unseren tatsächlich gemessenen Wert. In meinem Fall waren es jetzt 102 mm. Kommt raus 0,9803. Und diesen Wert nehmen wir jetzt mal den Wert, den wir hier oben uns haben ausspucken lassen. Und zwar die 99,60. So, das heißt, unser neuer Wert ist 97,64 und diesen Wert müssen wir jetzt hier oben in Pronterface eintragen und unserem Drucker schicken, dass er das quasi so übernimmt. So, dafür kopieren wir hier einfach diese Zeile, so, und fügen die hier unten ein. Und jetzt passen wir diesen E-Wert an, wir löschen das hier quasi raus, geben jetzt hier 97,64 ein und drücken Enter. So, normalerweise kommt hier noch ein Befehl, der sagt, ja, ist es angekommen. Komischerweise kommt er bei mir nicht an, er übernimmt aber trotzdem die Werte. Und abschließend gehen wir noch zum Speichern einmal M500 ein. So, bei M500 kommt auch das Echo an. Setting Stored, das heißt, der neue Wert ist übernommen und gespeichert. So, die nächsten Schritte sind dieselben, wie wir am Anfang gemacht haben. Das heißt, wir erhitzen jetzt wieder das Hotend, starten vorher natürlich den Lüfter und extrudieren dann über Pronterface wieder diese 100 mm und gucken dann, ob unser jetziger Wert stimmt und wir auch exakt 100 mm extrudiert haben. Ich schiebe dafür das Filament einfach nochmal zurück auf den Ausgangspunkt, so auf 0. So. Und jetzt starte ich über Pronterface einfach nochmal dieselbe Extrusion. So, der zweite Test ist abgeschlossen. Jetzt werde ich mal nachmessen, ob auch wirklich die 100 mm extrudiert werden, so wie ich es in meinem Programm eingestellt habe. Und wir landen bei ziemlich genau 100 mm. Top, ich bin zufrieden. So einfach lassen sich die E-Steps einstellen. Wenn eure Länge von 100 mm jetzt noch nicht stimmt, könnt ihr die Schritte, die ich gerade gemacht habe, natürlich noch ein paar Mal wiederholen, bis ihr dann eure 100 mm erreicht habt.
Ich brauchte jetzt maximal vielleicht 2 Versuche, bis ich meine Werte hatte. Ja, wenn ihr fertig seid, könnt ihr jetzt Pronterface einfach schließen, das USB-Kabel abziehen und euren Drucker wie gewohnt weiter benutzen. Ja, das war's zu dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder vielleicht auch Verbesserungen hast, dann schreib gerne unten in die Kommentare rein. Gib mir einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Abonniere mich, falls du es noch nicht gemacht hast, für weitere Videos solcher Art. Und dann freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen.